Nein, sie sehen sie, so sehen sie aus. Sehne, heißt, hat sie geschrieben, so sehen sie aus. Gefährlich. Ein Eisbär! Der hat einfach. Siehst du den Eisbär, der auf dem Bett sitzt? Ja! Alter, wie geil ist das denn, bitte schön? Das läuft bei dem Eisbär! Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und wir spielen heute Habbo Hotel. Ja, mit dabei ist natürlich, wie sollte es auch sonst sein, Schweini. Hallo Schweini, sag mal hallo. Hallo! Wie du dich aber angesprochen fühlst. Ja, und natürlich der Metex. Wie sollte es auch sonst sein? Ja, Nee, ich bin nicht dabei, ich gehe jetzt. Tschüss, wir tschüss! spielen, ja, geh einfach mal, geh einfach mal. Wir spielen Habbo Hotel und es hat sich einiges verändert zu früher. Also ich habe das in meiner Kindheit teilweise gespielt. Wie alt war ich da? Oh, ich habe einen Bonus bekommen. Wie alt war ich da? Das macht immer so Entengeräusche. Da war Ich ich kenne dich, irgendwie, kenne ich. da war ich 11 oder 12 oder so, schon lange her. Der Metex hat kennt das noch gar nicht so. Den bringen wir das so ein bisschen näher und ja, kennt ihr das auch? Habt ihr da auch früher mal gespielt? So was weiß ich, so Kindersünden so. Keine Ahnung, ich will mir erstmal eine Flasche was zu süppeln. Geht das? Ja, du musst draufklicken und verwenden drücken. Wo sind das? Oh, geil! Und ich habe ein Hausschwein bekommen heute. Umso länger man immer spielt, umso mehr Belohnungen bekommen man kann. Ich weiß nicht, ob man jetzt. Hast du gesehen. Oh, das ist ein Schwein, die sitzt einfach auf dem Sofa. Weißt du, ob man was, ob man morgen noch was bekommt? Ja, Kann das glaub sein? schon. Ja, ich glaube, man kommt immer von Tag zu Tag immer neue Möbel und all so Zeugs. Das war früher nicht so, man hat kein Haus spendiert bekommen hat. Also man muss sich immer selber eins einrichten und so mit Talern. So bekommt man, ja, so. Lass mal Schweinchen schlachten. Oh mein Gott! Oh mein Goodness! Was kann man. Oh, ich kann ihn kraulen. Dafür kriegt man sogar Ach Punkte. stimmt, man kann dreimal kraulen. So, okay, dann kraul ich Schweini dreimal. Aber Fühlt wo sich habt ihr super. Jetzt kann ich es gekrault? nehmen. Oh. Jetzt ist es weg. Wo haben wir Schweine gekrault? An welcher Stelle ist die Frage? Ja, sag mal. Schweini! Komm wieder her! Oh, ist das nicht ein geiles Schwein? Ich wollte immer ein Schnauzschwein haben. Züchten? Was ist das denn? Ist auch egal. YOLO. Das Schwein sagt einfach Hallo, schön dich zu sehen. Alter, wie geil! Ich will spielen. Warte. Ich stell mir das gerade schon vor, ey. Hallo, schön dich zu sehen. Ich bin Schweini. Ja, auf jeden Fall gab's das früher nicht und ich habe das heute geschenkt bekommen, das Schwein. Wir haben es gestern schon aufgenommen, aber das ist Fail-Aufnahme und die wurde leider gelöscht. Deswegen nehmen wir das heute nochmal auf. Hier, der bin ich. Das ist Metex. Ich Ja, bin und schicklich, bitte. ja, wir zeigen euch. Schweini frisst hier schön. Wir zeigen euch heute einfach mal so ein bisschen Habbo Hotel. Was ist das für ein Spiel überhaupt? Kannst du es mal erklären? Willst du es mal erklären? Also es ist so ein Point-and-Click-Spiel, das Ja, das Klick ist mit Maus. ein Online-Spiel, ein bisschen, ja, man kann, Bisschen Ticken-Roleplay. ja, man kann chatten und so, kann sich eine eigene Figur erstellen. Ich weiß gar nicht, wie man das, was das für eine Genre ist, wie man das irgendwie, weiß ich nicht, sagen kann. Ja gut, dann gehen wir mal wohin? Ey, ich bin jetzt mit dir in der Beziehung. Echt? Sind wir in der Ja, ich Beziehung? habe auf dich Krass. gedrückt und dann Lob und dann steht da Beziehung und dann ey, ich kann nicht loben. Wurde gelobt, ich wurde gelobt. Ja, loben. Das ist immer ganz gut, wenn man gelobt wird von irgendwelchen Leuten. Ich habe mein Schwein gelobt. Nee, gekrault. Tiere kannst du kraulen und andere kannst du loben. Ja, was eigentlich ganz cool ist, dass man hier mit verschiedenen Leuten chatten kann. Man kann so, was weiß ich, man kann Räume betreten, einfach so. Man kann an Events teilnehmen und man kann Man einfach kann Schweine nicht in die schlachten. Öffentlichkeit gehen. So, wo wollen wir als allererstes mal hingehen? Lass mal. Ich würde sagen, wir gehen Raum Lass mal Willkommenslounge. überall irgendwo hin und da mal, wo ein paar Erstmal Leute sind. Willkommenslounge. Mal öffentlich. Willkommenslounge. Ja, da sind auch 13 Leute, dass man mal all mögliche Zeug zeigt. So, das ist jetzt hier. Doch, da hinten ist eine Toilette, will ich rein, tschüss. Das ist jetzt hier so ein. Ja, weiß ich nicht so. Ich kann nicht aufs Klo gehen. Doch, Oh doch, du ich kann musst nicht verwenden schlafen. drücken. Ja, genau. Gut, ich geh mal hinein. Ja, das ist, also man sieht schon so, weiß ich nicht, Ich kann die Toilette wie das Spiel ausschaut. Also du bist einfach mal ins Klo reingegangen. Läuft bei dir. So, ich geh auch mal rein.
Ja, und es ist halt einfach pixige Grafik und es ist nicht wirklich anspruchsvoll und wird auch nach einer Zeit langweilig. Ja, deswegen spielt das mal mit Freunden zusammen, wenn er dann irgendwie mal, was weiß ich, ein Online-Spiel sucht oder so, der hat etwas anderen Sachen. So, ich geh mal raus hier. Hey, du warst schon, das lass ich dich. Das Klo ist gesperrt hier, ne? Guck mal mich an! Guck mal mich an hier! Wo das, ich, was mich wehtut, ne? Wo ich sitze. Hier, guck mal, ich winke jetzt. Alter, wie geil ist das, aber ich wurde vom Klowasser hochgespült. So, Hände waschen, genau. Ich frag mal der Lounge auf dich. Ey, da ist eine Emo-Lesbenbraut. Alter, das ist bestimmt irgendein so Emo-Mädchen. Mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Wo? Hier? Nee, oha, nee, die ist kein Emo. Die zu. Warte mal kurz. Die ist cool hier, diese Engel Maxi. Ja, das sind alles echte Spieler hier. Also man kann auch unter anderem schreiben. Und der Metex ist mal kurz weg. Das habe ich halt früher als Kind ganz gerne gespielt. Das ist ganz cool. Das ist jetzt hier halt wie diese Willkommenslounge in der Öffentlichkeit. Da kann jeder reingehen. So, die sind hier gerade auch am Chatten. Kann man hier oben sehen ganz gut. Ich fahre einfach mal Fahrstuhl jetzt. Ne? Man kann auch alles hier verwenden und sowas. Das ist eigentlich schon ganz cool. Achso, da kann man nur wieder rausgehen. Jimmy? Ja? Könnten wir kurz einen Cut machen? Ich muss kurz weg. Ja, wir können kurz einen Cut machen. Dann bis gleich, Leute. Jo, bis gleich. Ja, warte. Hallo, Leute. Herzlich willkommen hier zurück. So. Jetzt haben wir es mal wieder. So. Ja, gut. Das ist jetzt hier die Lounge, wie gesagt. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal woanders hin. Weil hier ist relativ, weiß lass ich nicht. Mal langweilig. Alle Räume. Hm? Und dann würde ich das wird das Auktionshaus. Alle Räume und in das Auktionshaus. Oh yeah, was kann man da so ersteigern? Das ist ja witzig, hier steht einfach einer. Nichts gratis bekomme. Ach so. Lol, die chillen ja alle ihre Base und sitzen einfach auf den Sesseln und so. Ja, ich gut, dann setze mich auch mal dazu. Lol, wir stehen einfach. Das ist ja geil. Ich setze mich auch mal hin und guck einfach mal zu. Ich so. Du sitzt da vorne. Ich sitze hier hinten. Aktuell gibt 9 Taler. Ja toll, das bringt uns ja nicht viel. Dann lass mal in. Ich möchte gerade nur ganz normal zugucken. Lass mal. Was wird denn jetzt versteigert hier? Dieses. Lass mal Habo Krankenhaus gehen. Das ist auch alle Räume und sieht ganz cool aus. Habo cool Krankenhaus? Alter, wie cool. Das ist sogar eine Krankenstation. Küssen, verlieben. Was es hier teilweise gibt. Ey, leck mich am Arsch. Wo ist Habo Krankenhaus? Ach, da. Kaffeehaus? Nee. Krankenhaus. Küssen, verlieben. Du gehst alle Räume und dann. Also du gehst alle Räume und dann steht da bei mir Krankenhaus. Hey, gibt's, unter Willkommenslounge. Gibt's noch so legendäre Sachen von früher, wo ich mich aber noch genau dran erinnern kann. Zum Beispiel an Boys kicken Girls oder Girls kicken Boys, aber was gibt's da noch so? Fang also, den Stuhl und eine Scheiße. Du musst von Küssen verlieben bis nach ganz unten gehen, was du siehst in dem Bereich und dann 2 hoch. Dann steht da Krankenhaus. Und dann gib einfach. Aber Krankenhaus lohnen, ja. Hier unten ist sogar. Gibt die? Hier unten ist sogar eine Station, wo man sich bestimmt reinlegen kann. Geil! Wird man verarztet. Ich will mich jetzt verarzten lassen. Null, der hat einen Eisbär. Läuft bei dem. So. Lass uns einmal mal hinlegen. Verwenden! Oh, die Krankenschwitze kommt doch schon! Du sitzt da einfach! Die muss ich da hinsetzen! Wie legst du dich hin? Ja, einfach aufs Bett klicken. Die muss ich da hinsetzen. Ja, genau. Du musst dich hinlegen. Ist das bescheuert? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Melody Gold. Ja, bitte. Ich habe mir mein Bein ich gebrochen. Ich habe Bauchweh und Durchfall. Ist das bescheuert einfach nur? Aber ist doch irgendwo cool, oder? Also Leute, wenn das nicht mal cool ist. Digga, nein, lass mich abhauen, bitte. Ey, das war so rassistisch hier, aber ich habe auch eine dunkle Dings. Tschüss, ich setz mich um. Sie setzt sich einfach hin und du gehst eiskalt weg. Für die arme Vanessa. Okay, dann müssten sie Tabletten nehmen. Einen Moment, ich hole sie kurz. Sehen die Tabletten aus wie Taler? Oh mein Gott!
Wenn du daneben liegst. Aber wie ich einfach frage, sehen die Tabletten aus wie Thaler? Bitte, bitte, ja, ich will Thaler haben. Gib mir Thaler. Nein, so sehen sie aus. Sehne, heißt, hat sie geschrieben, so sehen sie aus. Gefährlich. Ein Eisbär! Der hat einfach... Ist das ein Eisbär, der auf dem Bett sitzt? Ja! Alter, wie geil ist das denn, bitteschön? Das läuft bei dem Eisbär! Läuft bei dem Eisbären... Setzt der sich einfach auf mein Krankenbett. Also so eine geile Aufnahme gestern nicht, oder? Nee. Bitte kraule den Krankenhausbären. Schwester! Brauche Hilfe! So, bitteschön, gehen Sie bitte zur Anmeldung und holen Sie sich eine Bescheinigung. Okay, danke. Hauste rein, Digga. Insider! Ich habe die Waffels... Die Blue Waffels-Krankheit. Weißt du noch? Doch, ich habe einfach ein Getränk in der Hand jetzt. Das ist ja geil! Weißt du noch die Blue Waffles? Hallo. Haben Sie einen Freund? HHM, nein. Alter, egal, es ist einfach nur mega witzig. Ist Krankenhaus. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich brauche eine Bescheinigung. Oh, jetzt verarsche ich Melody Gold. Warum? Ey, Melody Gold ist nett. Jetzt atme. Ich hab geschrieben. Ich habe die Blue Waffles Krankheit. Googeln Sie mal. Ach du Scheiße. Was sie einfach schreibt. Guten Tag, ich bin Oberärztin Melody Gold. Ich hab grad nicht. Oh je. Was? Leute, googelt nicht die Blue Waffles Krankheit, weil das habe ich auch schon mal googeln und das ist nicht wirklich lecker. Ja, nee, ich geht jetzt einfach kurz auf Google und schreibt Blue Waffles. Ich brauche dringend eine Krankenschwester. neben der steht doch eine. Ja, die eine schreibt einfach, hallo, ich habe die Wehen. Einen Fall blende ich jetzt hallo. Krankheit ein. Guck mal, die eine, hallo, ich habe die Wehen, wo ist die Wanne? Komm, hilf mir, leg dich zu mir. Ich nehme einfach Medikamente aus dem Kühlschrank. Guck mal. Ich nehme Medikamente aus dem Kühlschrank. Guck mal, ich hab'n Geldsack, guck mal. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich will ja noch Kürre. Digga, das ist ein, wie heißt das? Dreh ich mal zu in die Kamera, also von mir weg. Also richtig. Okay, sehr gut. Der Patient hat die Blue Waffles Krankenhaus. Ist das bescheuert? Das ist noch nicht sicher. Muss ich stellen, das ist noch nicht sicher, aber mal gucken. Alter, die Folge ohne Spaß, Leute. Was ist das denn, bitteschön? Ich schreib mal Geschlecht, da kommt Buba raus. Ich hab eine Geschlechtskrankheit. Sie sieht, wenn man neben mir steht. Schlau einfach mal alle Sachen aus dem Schrank, bitte. Bitte. Klau die Spritze! Kann ich dir irgendwie geben? Bitte klau die Spritze, Siemens. Gegenstand geben. Ich hab dir jetzt eine Spritze gegeben!
Ist das geil? Ist das immer nur geil? Guck mal, der eine pennt jetzt da, ne? Aber die Leute verstehen den Insider nicht mit der Blue Waffles-Krankheit. Tut uns einen Gefallen, googelt einfach in dieser guck Folge mal, noch danach. Guck mal auf den Typen, der jetzt schläft, ne? Guck mal auf den Typen, der jetzt schläft. So, guck mal, was ich bei dem jetzt mache. Warte. Oh, der ist weg. Ja gut, dann guck mal jetzt auf die hier. Der gebe ich ihm. Ist das eine Geschlechtskrankheit? Was? Ich hab eine Geschlechtskrankheit. Ich hab die Geburt. Hallo, ich bin schwanger und möchte eine Wannengeburt. Ich habe sonst keine Probleme hat, ne? Ich nehme nur so aus dem Schrank heraus. Ist das geil? Was hast du denn geschrieben? Jetzt. Guck mal. Liest du es? Frau Doktor, wird es ein Junge oder eine Abtreibung? Guck mal, was du in der Hand hast. Du hast jetzt gib dir einfach mal, was ich geschrieben habe. Du hast jetzt so einen Sack in der Hand. Wird es ein Junge oder eine Abtreibung? Abtreibung. Wo ist hier der Sinn? Was ist das für eine Scheiße hier? Die hat sogar geschrieben, Abtreibung. Ja, hat sie auch geschrieben. Wir führen hier keine Wannengeburt. Ihr müsst wissen, ich meine mit Abtreibung ein Mädchen. Ich will Sex. Ich will Boba. Kriegt man hier Sex? Kriegt man hier Boba? Warum ich? Ich werde erstmal die eine OP. Oh Gott, wie haben wir? Ah, 16 Minuten. Ja, Leute, gut. Es ist witzig gewesen, aber wir sind eigentlich so, sage ich jetzt einfach mal, ja, wir haben 15 Minuten. Die 15 Minuten Dings. Oh, Gruppe bei Trabo Krankenhaus. Leute, ich bin jetzt einfach mal die. Ich gehöre jetzt mit zum Krankenhaus? Ich gehöre jetzt mit zum Krankenhaus. Ich bin der Gruppe beigetreten. Dieses Outfit ist für andere Geschlecht. Ändere deine Habo-Geschlecht. Will man Habo-Geschlecht nicht ändern? Ach, da drüben ist mal das für mein Geschlecht, oder? Doch, das ist für mein Geschlecht. Kann ich das verwenden? Ja. Kleidung. Ah, guck mal mich an! Guck mal auf mich! Ich kann einfach eine Arzt. Ja, einfach. Digga, die hat geschrieben, es tut mir leid. Das Kind wird es nicht überleben. Okay, egal, es ist sehr Mädchen gewesen. Guck mal, ich habe Arzt und Klamotten an. Ich hau ab. Ich hab Arztsachen an. Wie geil ist einfach nur. Also, ohne Spaß, man kann so schnell beitreten. Tret doch mal bei. Hier, komm mal. Oben rechts kannst du Krankenhaus Beitritt machen, ne? Bin ich. Genau, und dann zieh jetzt mal die Kleidung hier an. Mach ich das. Einfach draufklicken und dann verwenden. Alter, mein Lachen tut schon weh, das ist aber so behindert. Kann ich auch reingehen jetzt? Man kann hier jetzt durchgehen. Ich bin der Master of Disaster, ich sitze hier jetzt und bin aber ein PC. Kann einfach durchgehen, einfach gehen und dann geht. Lol. Was kann ich jetzt? Kann ich jetzt noch auf den Schrank gucken? Alter, wie geil ist das einfach nur? Guck mal, ich bin jetzt auch hier drin. Ohne, also Leute, wenn ihr einen Punkt Kumpels habt und so, ihr könnt euch hier schon so einen Job annehmen und immer Leute, die hier zu Besuch kommen, ne? Das ist auf jeden Fall schon ganz witzig so. Und wenn man dann noch sehr viel fantasiert, dann läuft auf jeden Fall. Ja, Leute, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war. Was ist denn in dem Raum hier? Das war Habbo Hotel. Ich fand's witzig, also mir hat's gefallen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. So, was ist das für ein Tisch? Oh, ein so ein Wartezimmer. Das ist ein Wartezimmer oder was, war? Ja, gut. Jo, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Besucht doch Matex auf seinem Kanal und dann. Oh, meine Stimme tut weh. Und ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, es war witzig. Also bis dann. Tschüss. Bis dann, ne?